Eine Frage ist uns gestellt worden, nämlich, welche wäre denn die beste Gitarre für eine Partyband? Und das wollen wir heute rausfinden. Good Times. Die haben wir eigentlich immer, wenn wir hier unsere Sendungen machen. Gell? Das stimmt wohl. Kann man sagen. Also, gut, die Frage war, welche wäre denn die beste Partygitarre? Das stimmt, ja. Und für uns sind eigentlich das hier die idealen Partygitarren, oder? Das ist irgendwie ja, eine wahnsinnig flexible Gitarre. Eine Strat mit Humbucker hinten, oder? Ja, genau. Also, es gibt einen Grund dafür, warum es gerade die hier ist. Auch mit der Bestückung. Erstmal ist das Programm von so einer Top-40-Band, finde ich, schon sehr tanzlastig. Viele, viele Nummern aus dem Funk-Bereich, aus dem souligen Bereich. Das kann man alles sehr, sehr gut mit einer Strat abdecken. Und für die etwas härtere Gangart, dann hinten noch einen Humbucker, das macht das Ganze dann schon, rundet das richtig ab, finde ich. Ja, weil du hast vorher auch schon gesagt, das ist so ein Mix aus Strat und Les Paul eigentlich irgendwie. Also das heißt, wir brauchen ja irgendwie diese glockigeren Single-Coil-Sounds gern mal, ja auch für so ganz moderne Nummern, da ist gern mal irgendwie so ein Sound, so ein Zwischenstellungssound drin, genauso wie für die Disco-Geschichte. Aber ich brauche natürlich irgendwann mal für... Wenn es dann mal irgendwie zur Sache geht und dann kommt irgendwie Highway to Hell oder so, ist natürlich so ein Humbucker hinten schon eine gute Wahl. Absolut, ja. Genau, also die Mischung aus Les Paul und Strat ist es, die es eigentlich ausmacht, denn das sind ja die zwei Instrumente und die zwei Sounds, die man eigentlich am häufigsten auf so Produktionen hört. Genau, und es geht ja darum, dass wir nicht so viel Zeit haben zu wechseln irgendwo. Ja? So ein Partyprogramm sind irgendwie ein Set, kann so zwischen 8 und 12 Nummern sein oder was auch immer, wie lange das geht oder wie lang die Nummern auch sind. Ja, oder was weiß ich, es gibt ja hin und wieder mal ein Medley, die allseits beliebt sind natürlich. Herrlich. Wo man immer ewig probt und sagt, nee, das war... In Takt 723, da spielen wir auf die 2 noch den Übergang zum Dings. Ja, und wo fliegt man immer raus bei solchen Dingen? Immer bei den Übergängen, weil das sind ja die Teile, die praktisch nicht in der Nummer sind, sondern die Teile, die dann irgendjemand geschrieben hat. Ja, da müssen wir auf einmal lesen oder so. Da gibt es schon sehr abenteuerliche Sachen, aber klar, da habe ich nicht Zeit, jetzt die Gitarre zu wechseln. Natürlich, ja. Ja, und das Ding geht durch und dann hat man halt einfach irgendwie ein Ding dabei, was halt möglichst viele Sounds abdeckt, ja. Und mit der Strat können wir halt irgendwie schon mal vorne irgendwie einen schönen, warmen, clean Sound erzeugen. Der auch, hören. Ja. Ja, der auch vielleicht irgendwie ja, für so Chords, Geschrammel irgendwie ganz gut ist. Ja, da kann ich sowas benutzen oder auch so ein bisschen angezerrte Geschichte, so ein Begleitsound. Kann man echt vorne auch ganz gut spielen, benutze ich auch ganz gern. Sowas ist eigentlich immer ganz cool, finde ich. Das ist vor allem so, dass der nicht so harsch rüberkommt. Ne? Also wenn man, sagen wir mal, bei einer Veranstaltung ist, wo es jetzt nicht so, also richtig heavy daherkommen soll, dann ist das, finde ich, schon ein ganz guter Ansatz hier. Ganz genau, ja. Klingt halt anders, als wenn ich jetzt hier mit dem Humbucker spiele. Viel aufdringlicher irgendwie, viel mehr so. Ja. Ja, ja. Und vorne kann man irgendwie noch, hält man sich ein bisschen zurück. Ja. Ja. Vielleicht sprechen wir kurz darüber, was das für Gitarren eigentlich sind. Ja. Die sehen ja praktisch gleich aus, sind eigentlich fast Zwillinge, glaube ich. Oder? Ja, also die hier ist eine originalalte Chavel Sandimas. Mhm. Und zwar wirklich eine ganz alte, die noch eine vierstellige Seriennummer hat.
Die ist hier auf der Platte hinten eingraviert, aber nicht auf der, weil die Platte ist so weich geworden, dass wir sie austauschen mussten mit einer soliden Platte hier, damit der Hals auch richtig hält. Aber eigentlich wirklich ein wertvolles Sammlerinstrument, allerdings nicht im Originalzustand, eigentlich überhaupt nicht. Schon als ich sie gekauft habe, war sie nicht so. Beim André habe ich sie gekauft, da war sie rot und hatte hier ein Schiff 2000 Tremolo drauf und also war ziemlich verunstaltet, Ultrasonic Pickups. Und ich habe sie dann genommen und umgebaut, aber nicht so schön. Hier war, hat man, als wenn man hier irgendwie mit so Kaugummi alles das Loch hier noch zugemacht hätte und mal drüber geschaut. Also eine Zeit lang sah sie nicht so schön aus. Und dann geschah es, dass der Lack sich total, also von rot auf rosa dann gewechselt hat. Und hinten war sie noch schön rot. Vorne war sie richtig rosa und fleckig und so. Und dann bin ich zum André gegangen und habe gesagt, ah komm, lass uns mal. Und wahrscheinlich hat er gedacht, pass auf, ich habe da eine Idee. Die probiere ich aber erst bei einer Gitarre von Michi aus. Dann, wenn das nichts wird, dann... Ne? Aber jetzt war die weiße Phase, die weiß-rote Phase vielleicht die, also vielleicht die FC Bayern-Phase. Genau. Irgendwie, naja, weiß nicht. Das war 2007, erstaunlich. Liest du da gut das bei den Bayern? Nee, ich glaube nicht. 2007 waren sie Platz 12, glaube ich, am Ende. Vor Klinsmann noch. Ja. Naja, also auf alle Fälle, ja. Jedenfalls Pickard, ähnlich. Deins ist ein bisschen röter, meins ist ein bisschen dunkelbrauner, ja. Genau. Und ansonsten, glaube ich, wahrscheinlich die exakt gleiche Lackierung. Ja, witzigerweise, hier war vorher ein so ein weißes oder so ein, wie sagt man, ja, so ein dunkel, ja. Dunkelweiß. Ja, dunkelweiß, drauf, ja. Klar. Und ich fand das hier schwarz. Gibt's auch, klar. Schon, oder? Ja, selbstverständlich. Ich weiß nicht so genau, aber du kennst die aus. Ja. Nee. Aber ich fand das auch cool, ja. Und Pickups sind auch vom André, glaube ich, gell? Mhm, genau. Die Kappe, also ursprünglich sah das so aus wie deine. Ja, genau. Und wir haben ja sogar ein Video gemacht, wo die Kappe drauf... Genau, da kann man sehen, wie das... ich dachte, ich gehe da hin und schraube die Kappe einfach drauf. Boah, weit gefehlt. Der André hat ja praktisch erst mal einen Tag freigenommen und die Fritteuse rausgeholt, mit der dann das Wachs, damit das irgendwie... Also es gibt eine ganze Folge darüber, sehr interessant, wie man solche Sachen dann wirklich korrekt macht. Und auch das gleiche Tremolo hier hinten. Genau, dieses so Wilkinson. Genau, so ein Wilkinson, vintage-mäßig, aber natürlich deutlich verbessert in der Handhabung. Und ich habe meins nicht schwebend. Das ist nicht schwebend. Das meint auch nicht. Ich kann das nur nicht so gut handeln mit dem. Ja, meine Tom Anderson habe ich, ist es schon schwebend. Genau. Da mag ich das ganz gerne. Also eine Gitarre, mit der man richtig, also das Vibrato sozusagen machen ausleben kann. Ja, genau. Ja, ja. Genau, also das Tremolo eigentlich. So. Und da ist es so, dass ich nur runter. Genau. Das ist mir auch so, ja. Genau. Aber recht weich eingestellt, das geht relativ gut und verstimmt sich so gut wie gar nicht. So, das ist mal die Ausgangslage. Genau, und das ist. Eben eine Gitarre, die hat der André gebaut, eine Stauffer-Gitarre. Wunderschönes Instrument für die, wirklich ganz, ganz toll verarbeitet. Und eben auch Stauffer-Blues-Pickups mit dem heißen Humbucker hinten. Und du hast, glaube ich, den 58er, der ist ein bisschen Vintage-mäßiger, deswegen klingt der ist schon relativ aggressiv. Ja. Man kann aber trotzdem immer noch ein bisschen das Lautstärke-Poti zurückdrehen, da wird es auch ein bisschen gemäßigter. Aber prinzipiell, boah, da ist schon... Wir können ja mal vergleichen, wenn du vorhin Highway to Hell angesprochen hast. Ja. Wir können ja mal hören, ob die zwei, wie heiß die im Vergleich sind. Ne? Genau, wir nehmen jetzt mal genau die gleichen Sounds. Hier, genau, es sind genau die gleichen Sounds. Und genau, wir nehmen jetzt mal hier einmal Highway to Hell mit dem Kollegen. Genau. Klingt vielleicht ein Ticken offener tatsächlich, das, was du machst. Ja, das ist richtig, ja, das Mittenbrett. Ticken besser, ja. Und genau, aber mit den Amps, die man heutzutage zur Verfügung hat, kann man mit dem wunderbar auch richtige Lead-Sounds machen. Mir reicht er total, weil in dem Live-Betrieb bei Konzerten finde ich, wenn es dann so arg in die Kompression reingeht, wenn es zu viel wird, habe ich gemerkt, das ist... Also stimmt, das ist gut. Also ich bin immer wieder hin und her gerissen, ob ich da mal einen reinbauen soll, der ein bisschen entspannter ist. Aber ich habe mir dann gedacht, hey, einen brauche ich vielleicht, der richtig
auf die genau. Mütze geht. Aber ihr seht schon, also mit dieser Gitarre kann man wirklich viele Stilistiken abdecken. Ne? Wir können jetzt nochmal die wichtigen Zwischenpositionen genau. auch nochmal checken. Gell? Auch da gibt es eine Sendung, die wir gemacht haben, nur über die Zwischenpositionen. Mhm. Aber jetzt mal wirklich im Hinblick auf so Party-Gitarre, ist das, glaube ich, das, was die Gitarre so präsent macht, also so ortbar und so, ah ja, genau, das ist... Weil das ist ja ein super Ding, um zum Beispiel auch Akkorde zu spielen. Mhm. Ja, also begleiten tue ich auch ganz gern in der, also entweder in der ersten oder in der zweiten, wenn genau. es um so, sagen wir, Begleitakkorde geht, weil das ist irgendwie noch ein bisschen, fast noch ein bisschen akustischer, finde ich. Klingt ein bisschen mehr wie Akustikgitarre. Mhm. Natürlich nicht, aber so. Mhm. Aber vielleicht mit einem Clean Sound. Mhm. Ja, so ein Ding würde ich mir da vorstellen für so ein... Ja. Oder man macht dann irgendwie ein bisschen so den Chorus-Wahnsinn. Ja. Das war wirklich Wahnsinn. Das ist wirklich viel, ja. Also das mache ich aber tatsächlich gerne mit dem hinteren Zweig. Das ist auch sehr... Schön. Ja, ist halt ein Ticken, dieser hohle Sound kommt etwas besser raus. Mhm, das ist noch durchsetzungsfähiger hinten, mhm. gell? Deswegen da ist so, kann man so ein bisschen nach Lust und Laune gerade denken, okay, ist es irgendwie aggressiv ja. genug? Ja. Brauche ich noch mehr Dampf und dann nehme ja. ich die hintere oder ist es eher gedeckter? Ja. Also so gut wie nie benutze ich die mittlere Position, also das ist einfach... Ja, das ist tatsächlich das Ding, was ich auch am allerwenigsten benutze. Mhm. Ich habe mal... Vor ein paar Jahren, aus Versehen, hier bin ich irgendwie da hingekommen. Und dann habe ich gedacht, hey, boah, interessant. Das war bei so einer Rock'n'Roll-Nummer irgendwie. Und plötzlich habe ich gedacht, hey, jetzt check ich es endlich. Weil ich habe dann gedacht, hey, wieso klingt denn das so irgendwie ganz anders, aber cool? Mittelstellung. Also wenn ich ist irgendwie, aber trotzdem auch bei mir völlig stiefmütterlich behandelt. Mhm. Es war wahrscheinlich ein Unfall. Es war ein Versehen. Weil eigentlich nehme ich immer sowas, wo ich denke, oh ja, irgendwie so Hendrix oder Steve Ray Vaughan. Da bin ich drauf gekommen, das ist eigentlich total offensichtlich, dass das halt einfach ein Ticken höhenreicher ist als der. Mhm. Kann manchmal ein bisschen dumpf sein. Ja, ja. Und für mich ist praktisch das ist eigentlich das gleiche wie das, nur höhenreicher. Und da, aber ansonsten ja. Und den Hamburger hinten hatten wir natürlich schon, da kann man natürlich ordentlich Lead-Sounds fahren. Ja, genau. Und also es gibt jetzt, wenn wir mal so an das Programm denken, was man so spielt in so der Party-Band, gibt es ja so Stücke, wo man, also im Funk-Bereich zum Beispiel, da hätten wir ja einen Klassiker. Da haben wir jetzt zum Beispiel, den spiele ich sehr gerne mit der Halsposition hier. Klar, Le Freak. Ja. Le Freak kann man hier mit der Hals- oder mit der Zwischenposition, aber die Halsposition finde ich noch ein bisschen rotziger. Dann so. Ja, stimmt. Die ist ja irgendwie härter, klingt sie so ein bisschen. Da. Ja. Ich nehme meistens die da, die erste Zwischenposition. Und ja. Das Einzige, was mir jetzt noch fehlen würde, ist vielleicht so eine Tele. So ein Telesound. Ja. Ich habe sogar noch eine andere Strat, wo ich so einen Schalter einbauen habe lassen, wo immer dann der erste Pickup an ist. Mhm. Und dann kann ich praktisch, wenn ich hinten bin, sind die zwei an. Und das finde ich auch sehr witzig. Ja. Ja. Wenn man ab und zu mal so ein Soul-Ding dann noch hat, dann könnte man auch noch Blues Brothers oder Soul Man oder so ja, telemäßig spielen. Da hättest du wieder nur eine Gitarre und dann wäre das aber für alles andere wahrscheinlich etwas unglücklich. Ne? Ich meine sozusagen die hier, ja. Da könnte ich noch einen Schalter einbauen, so einen Kippschalter. Ach so. Dass nur der vordere an ist. Jetzt verstehe ich, was du meinst. Mhm. Genau, also das dann würde ich jetzt, also bei der Strat habe ich eben so einen Schalter, da, das ist, nennen manche Leute auch Gilmore Switch, wo dann immer der vordere an ist, egal was hier passiert. Also okay. Dann habe ich sogar hier hinten alle drei, so praktisch schnell eine Doppelzwischenstellung. Da ist einfach immer an. Was angeblich Nile Rodgers macht. Der hat angeblich auch so ein Ding. Aber, okay. Naja. Ja.
Genau. Was haben wir denn noch? Wir haben zum Beispiel einen Klassiker, der wäre zum Beispiel, wir spielen den eigentlich immer in G-Moll, ne? Ja. Ganz genau. Und das ist natürlich optimal mit der Gitarre. Ja. Kann man machen. Kann man wirklich super machen, ja. Das setzt sich durch und ist nicht so heftig. Ne? Ja, genau. Ja, also es gibt Gründe, warum eben diese Strat unsere Lieblingsgitarre ist für solche Jobs. Mhm. Aber es gibt Alternativen. Absolut. Wir haben ein paar dabei noch. Wir haben noch ein paar dabei und die schauen wir uns noch mal kurz an. Klar. Also eine sicherlich wirklich sehr ernstzunehmende ist die Paul Reed Smith. Ja. Erklär doch mal, warum. Ja, die Paul Reed Smith ist ja so entstanden, dass man eigentlich eine Kombination aus Strat und Les Paul wollte. Also es ist ein bisschen mehr Les Paul geworden, aber man kann trotzdem Zwischenstellungssounds herholen, die jetzt irgendwie Strat-artig klingen. Gell? Und ist natürlich optisch meist ein Traum und auch noch spieltechnisch, weil die Mensur ist ein Ticken kürzer. Die ist 25 Zoll, während die Strat der 25,5 hat. Mhm. Und deswegen fühlen sich zum Beispiel 10er-Saiten einfach besser an. Ja, es fühlt sich leichter an zu spielen ein bisschen. Nicht ganz so wie bei der Les Paul, die hat noch... Oh mein Gott. Alles gut? Unfall? Unfall. Nein, blöd. Alles gut. Die Les Paul hat ja noch eine kürzere Mensur. Mhm. Die spielt sich noch ein bisschen leichter, sagen wir, was das Saitenziehen angeht. Ja, ja. Aber manchmal will man ja auch ein bisschen Widerstand haben. Ja. Und ja, mal schauen, was das Ding so kann. In der Tat ist es so, dass es ein Zwitter ist. Man sieht es jetzt auch schon, dass es mehr Les Paul ist. Einmal die Decke, die gewölbte. Die Optik schon mal, ja. Die Optik schon mal. Dann hier zwei Humbucker. Mhm. Und dann wiederum aber zwei Cutaways. Mhm. Im Gegensatz zur Les Paul, die hier praktisch geschlossen ist. Und dann eine ganz eigene Kopfplatte und Mechaniken. Und also gewichtsmäßig sind auch ein bisschen schwerer jetzt als meine Strat. Aber erstaunlicherweise kann man wirklich eine ganze Reihe Sounds damit abdecken. Mhm. Ja, und zwar, hier ist es tatsächlich so, dass wir mehr in Richtung Humbucker gehen und Les Paul. Das heißt also, alles, was mehr so Humbucker-mäßig ist und Les Paul-mäßig, kommt hier natürlich deutlich originaler zum Vorschein als jetzt alles, was Stratocaster wäre oder so, dass da eben ein Kompromiss ist. Aber es ist nun mal so, wir müssen Kompromisse schließen. Wenn wir einen Les Paul Sound mit der Strat haben wollen, müssen wir Kompromisse machen. Den kriegt man kaum hin. Sondern natürlich den vorderen Pickup. Ja. Da hast du eigentlich, da kannst du natürlich schon was versuchen. Du kannst hier ein bisschen zurückdrehen, vielleicht ein bisschen Gain, aber einen richtigen, sagen wir, einen jazzigen Sound oder so, ja. Genau. Das taugt mir auch nicht so richtig. Ja, das ist natürlich hier viel, viel besser, wenn ich so vielleicht meine Melodie spiele mit einem warmen Hals-Pickup. Genau, das probieren wir jetzt auch gleich mal. Ja. Also jetzt haben wir zum Beispiel den Hals-Pickup und der klingt natürlich jetzt sehr viel wärmer und jetzt ist der Kompressor wahrscheinlich auch ein bisschen zu stark eingestellt im Vergleich, aber so wäre das jetzt hier. Also du merkst schon, das ist also wärmer. Wir können mal einen kurzen Vergleich machen. Ne? Ja, natürlich. Ich kann mal versuchen, irgendwie hier die Höhen zurückzudrehen und vielleicht irgendwie so einen kleinen Boost einzuschalten. Aber nee, das ist schon mal mit dem Verzerrer gar nichts. Mhm. Ja, es ist nicht schlecht, aber es ist nicht das. Nein, also das ist einfach unschlagbar dann. Ja. Das ist also natürlich sehr heiß hier vorne. Das heißt, das ist wirklich warm und fett und so. Jetzt kommen wir aber zu den Interessanten. Das wäre die erste Zwischenstellung. Mhm. Ne? Und da können wir mal tatsächlich mal sehen, was sich da so tut. Da können wir mal wieder Nile Rodgers bemühen, oder? Ja, einfach mal so zum Spaß. Ja. Ich sag mal so, im AB-Vergleich würde ich sofort sagen, lieber die.
Aber auf der Bühne gibt es ja keinen AB-Vergleich. Da gibt es den einen Gitarristen, der spielt das mit der einen Gitarre und da fehlt sie nichts eigentlich. Ich finde das total cool eigentlich. Ich glaube, dass es auch wieder der Punkt ist, wo auch das Auge mitspielt natürlich. Ja, ja. Wenn du jetzt irgendwie Gitarren-Fan bist und sagst, boah ja, Le Freak, Hitmaker, Strat, ja. Und du siehst dann oben einen Typen mit der Les Paul oder mit einer Paul Reed Smith, ja, stehen dann, klar, aber 99,5% aller Zuschauer bei so einem Partykonzert sind es ja nicht. Ja. Das ist denen total wurscht, die wollen das hören. Und die wollen, dass es groovt und es muss auf der Stride genauso wie auf der Paul Reed Smith. Genau, deswegen ist es, glaube ich, völlig in Ordnung, das zu machen. Je nachdem, wie das Programm natürlich ist, es kann ja sein, wenn es rocklastiger ist, würde ich vielleicht sogar zu so einer Gitarre tendieren, wenn es vielleicht, ja, wenn ich mehr Single-Coil-Sound brauche, würde ich die nehmen, aber kommt vielleicht auf das Set drauf an. Ich meine, ich nehme sowieso nicht nur eine Gitarre mit zum Gig, also mindestens zwei, weil ich immer irgendwie Angst habe, hey, es könnte irgendwas passieren, irgendwas, oder eine Seite reißt, und dann muss ich sowieso eine andere nehmen. Und dann könnte man zum Beispiel die beiden mitnehmen und ist eigentlich immer auf der sicheren Seite. Ich schaue mir das Set durch, das ich spielen werde, und denke mir, oh, es kommt jetzt eher Jump oder kommt eher irgendwie Blue Suede Shoes oder so. Ja. Und dann kann ich mir überlegen, oder Sweet Home Alabama, dann überlege ich mir halt, welche Gitarre nehme ich dann. Ja, also absolut. Ich nehme auch zwei Gitarren mindestens mit. Eigentlich sind es eher 16. Ich habe von K&M habe ich mir so ein extra... So ein Lastwagen. So ein Gitarrenstativ bauen lassen. Gedacht, es gibt jetzt so einen Anhänger. K&M-Anhänger. K&M-Anhänger für Gitarren. Wir können ja mal hören, was zum Beispiel Long Train Running hier macht. Ja. Und im Vergleich zu deiner, ja, in der Zwischenstellung. Klingt ordentlich, aber das gefällt mir auch besser, muss man sagen. Ja, obwohl, aber das verbinde ich jetzt gar nicht so sehr mit einer Strat. Nein, genau. Deswegen ist es total okay. Ja. Es wäre interessant, wie ist jetzt die, das war jetzt praktisch die... Ja, genau. Die beiden? Die jetzt beiden? Genau, jetzt können wir die hin... Oder ich meine, das... Genau, jetzt können wir die anderen, die praktisch... Die Mittelposition, genau, praktisch, ja. Die Mittelposition können wir auch machen, ja, genau. Also... Finde ich aber auch gut. Das ist jetzt eigentlich, sind die beiden Humbucker, so wie bei einer Les Paul, eigentlich geschaltet. Eigentlich, oder? Schon, ja. Finde ich eigentlich, klar, das klingt total super. Okay, kann man machen. Kann man machen. Jetzt vergleichen wir mal die hinteren Zwischenpositionen, das wäre jetzt spannend, ja. Ja. Jetzt können wir nochmal Good Times spielen, vielleicht eine Runde. Genau, jeder eine Runde von Good Times. Gerne. Okay. Ja. Jo. Finde ich total gut. Also, ja, kann man machen. Ja, genau. Also, das ist jetzt hier natürlich noch ein bisschen höhenreicher irgendwo, aber jetzt zumindest von meiner Position gehört. Ja, aber also an Höhen mangelt es mir hier nicht, wenn ich ehrlich bin. Ja. Also, was hier vom Amp kommt, das ist schon höhenlastig genug. Ja. Also, finde ich total gut. Ja. Und natürlich hinten hast du natürlich jetzt das Vollbrett. Ja, hinten habe ich natürlich jetzt die Nase vorne. Ne? Das ist klar. Also, wenn man jetzt irgendwie... Schade. Das weiterspielen können. Okay, alright, so. So sieht's aus. Kann man machen. Absolut. Ich meine, das Ding ist natürlich bei der Les Paul auch schmerzlich vermisst, gern mal. Das gibt's da praktisch nicht. Nee. Und das ist natürlich, es ist eine super flexible Gitarre. Absolut. Die geil klingt. Ich bin totaler Paul Reed Smith Fan auch, weil die Qualität ist einfach gut von diesen Dingen. Also, alles funktioniert und
Gutes Ding, ja. Beste Gitarrenbaukunst, muss man sagen. Vor allem, was so serienmäßig ist. Das ist ja keine Custom-Made-Gitarre, das ist eine Seriengitarre. Das war ein Custom-Modell, aber die sind alle Polos, mit denen man irgendwie von der Stange nimmt, sind sofort super gut bespielbar eigentlich. Also zumindest war das meine Erfahrung bisher. Zufällig habe ich auch noch einen dabei. Ehrlich? Ja. Da bin ich jetzt gespannt. Das ist eine Custom 24, ist das? Ja, genau. 24 Bünde, genau. Ich habe auch noch eine dabei. Ja. Die können wir auch noch kurz vergleichen. Okay. Und zwar, das ist eine Paul Reed Smith Brand Mason. Ah, das ist ja eigentlich mehr so ein Country. Genau. Virtuose. Brent Mason ist ein Nashville-Star eigentlich, ja. Absolut. Der aber, ich meine, so verkaufen die Gitarre halt, oder haben sie verkauft. Ja, ja. Gibt es leider nicht mehr, die bauen ja ständig neue Modelle. Mhm. Und haben sie so verkauft als die Studio-Gitarre, die praktisch alles kann. Ja. Werden wir rausfinden. Ja. Bin gespannt, genau. Ich auch, ja. Also es gab mal so ein Modell, die hieß NF3. Mhm. Ja. Die hatte ich mal und dann habe ich wieder gedacht, und dann ich wieder verkauft und dann habe ich die ganze Zeit aber dem Ding eigentlich hinterher getrauert, weil der Hals wirklich super ist, ja, und einfach eine sehr, sehr gute Gitarre war, die nicht so wahnsinnig viel kostet. Und klar, jetzt gibt es natürlich die Silver Sky, die John Mayer Strat, weil, aber vorher gab es auch schon jede Menge. Stehe ich gar nicht drauf. Ja, also ich habe sie mal gespielt im Laden und ich fand sie sehr, sehr gut. Also eine extrem gute Gitarre, aber es wirklich, da scheiden sich die Geister, gell? Okay. Ja. Und die ist auch so flexibel? Werden wir gleich mal sehen. Ja, lass doch mal hören. Also ich sag mal, der Witz an der Gitarre ist, dass ich eben jetzt eigentlich auch eine Strat habe, aber ich habe zwei Humbucker, also vorne und hinten. Mhm. Das wäre jetzt auch nur eben eine Option. Ja. Ich mache eine HSH-Strat. Ja. Ja, genau. Ja. Und der Witz bei dem Ding ist, dass ich eben vorne und hinten splitten kann. Mhm. Also habe eigentlich einen Single-Coil-Sound und einen Humbucker-Sound. Und da haben sie wirklich lang getüftelt, glaube ich, weil das ist so ein System, wo beide ungefähr gleich laut sind. Ah ja. Das heißt, der Humbucker und der Single Coil, wenn ich hier umschalte, ist kaum Lautstärkeabfall. Ah, okay. Und habe halt jetzt relativ viele Kombinationen. Das sind diese Pickups aus dieser 408, aus dieser Paul's Gitarre, die der Paul Reed Smith mal für sich selber scheinbar entworfen hat. Und in der Mitte noch so ein anderes Ding. So ein Marketing-Genie, der Typ. Unfassbar. Ist wirklich Wahnsinn. Ja, also der hat's raus. Aber man muss ja sagen, ich meine, man nennt ja jetzt, sagen wir mal, Paul Reed Smith Gitarre in einem Atemzug mit den zwei großen Fender und Gibson. Ja. Und dann kommt Paul Smith. Also das hat sich einfach etabliert, muss man sagen. Genau, und er hat halt ab und zu mal wieder versucht, irgendwie von der anderen Seite zu kommen praktisch. Ja. Also er kam sehr, sehr lange von der Les Paul-Seite und hat so Richtung Strat sich hin entwickelt. Und ab und zu hat er gedacht, vielleicht geht es auch von der anderen Seite, vielleicht kann ich auch eine Strat bauen, die jetzt mehr in die Richtung geht. Ja. Wir können ja mal ein bisschen vergleichen, wie das so klingt. Also hier ist es auch so, ich kann jetzt auch mal versuchen. Also die Gitarre habe ich zum Beispiel jetzt am Freitag gespielt und hat wahnsinnig viel Spaß, auch bei einem Party-Gig, der aber eher eine Funk- und Soul-Geschichte war. Mhm. Und da kann man natürlich auch wunderbare Lines machen. Jetzt finde ich mit dem, wenn ich hier ein bisschen die Höhen zurückdrehe und den Humbucker-Mode mache. Da habe ich schon sehr viel Spaß gehabt eigentlich. Und dann der Single-Coil-Mode ist dann wirklich... Also das macht echt Laune und ist jetzt, fällt jetzt nicht ab von der Lautstärke. Mhm. Sondern es ist wirklich fast dasselbe. Es ist dann erstmal, muss man ein bisschen hinhören, aber es ist schon echt, der Unterschied da ist schon da. Okay. Ja. Okay. Wir können ja mal zum Spaß ein bisschen vergleichen mit deiner Chavelle nochmal, dass wir so eins zu eins vergleichen. Natürlich. Die... ob die jetzt wirklich Strat kann oder nicht. Was hältst du davon? Mhm, sehr gerne. Weil das Ding hat jetzt einen ganz normalen 5-Weg-Schalter eigentlich. Wie eine Strat, nur dass ich hier jetzt eben umschalten kann und noch mehr Sounds habe. Das wirkt sich eben auf die Zwischenstellung auch aus. Bilde ich mir zumindest ein. Mhm. Und was auch witzig ist, die hat eine Mensur von 25 1/4. Oh, also die ist praktisch ist zwischen Strat und der normalen Paul Reed Smith Mensur. Und irgendwie... ich weiß nicht, der Hals liegt mir wahnsinnig. Das ist so, der ist nur so satiniert und ist irgendwie, das hat mir wahnsinnig getaugt. Hat mir wahnsinnig gefehlt, als ich die andere verkauft habe. Irgendwie dachte ich immer so. Aber hey. Ja. Ja. Genau. Wir können mal ein bisschen, wir können ja nochmal Le Freak spielen. Ja. Vielleicht mit verschiedenen Pickup-Positionen. Ah, Pickup, okay. Oder? Wir fangen vorne am Hals an, oder? Vorne am Hals machen wir mal Single Coil. Okay. Ja. Mhm.
Ja. Was sagst du? Ja, es ist immer nah dran, aber halt nicht das Original. Aber wie ich schon vorhin gesagt habe, das ist immer so, wenn du die alleine hörst und nicht im AB-Vergleich, dann ist es total okay, das damit zu spielen. Mhm. Ja? Und unterm Strich, das habe ich vorhin auch gesagt, wenn es groovt, dann groovt es. Dann ist es total, also dann spielt es eine untergeordnete Rolle. Und für mich ist bei der Gitarre tatsächlich so, dass es gibt ja so viele Strats und jede Strat klingt irgendwie anders. Ja, also je nachdem, welche Pickups du hast und Maple Neck oder Rosewood Neck oder was, da kann man, da wollen wir gar nicht hin. Nee, das Fass machen wir gar nicht auf. Ja. Ich finde, dass ich jetzt hier bei der tatsächlich überhaupt nicht mehr denke, oh ja, das ist jetzt nah dran, aber ist es nicht wirklich. Ich finde, es ist völlig da. Also ist für mich eine gleichwertige Gitarre zu der Staufer. Es fühlt sich bloß anders an. Ja. Ja. Und genau, durch die Humbucker-Bestückung vielleicht noch ein bisschen flexibler und eben, ich denke mir jetzt, bei der ist tatsächlich die erste Gitarre, wo ich einen Humbucker splitte und mir nicht denke, ja, netter Versuch, aber eigentlich würde ich das nie benutzen, weil es sich so irgendwie so komisch anfühlt. Hier überhaupt nicht. Witzigerweise finde ich das echt amtlich und geil und spiele das gerne. Aber ich denke, der Ansatz, dass man sagt, das ist die Gitarre, ich nehme sie so an, wie sie ist und ich spiele damit und habe Freude an den unterschiedlichen Sounds, ob das jetzt eine Paul Reed ist oder ob das eine Chavelle, eine Staufer oder eine Tom Anderson, dann geht man eine Einheit ein mit seinem Instrument und dann spielt man die Sounds, die sie hergibt und wenn man sie mit Freude spielt und gut spielt, dann ist es immer überzeugend auf der Bühne. Oder? Genau. Und mir geht es auch oft so, dass es so Phasen sind. Es gibt bestimmte Phasen, wo ich mir denke, boah, hey, das ist super und das taugt mir. Und dann irgendwann ebbt es wieder ab und man denkt, boah, jetzt nehme ich wieder mal die. Und das ist auch das, klar, deswegen sind wir natürlich ausgeliefert. Wir brauchen. Das Problem ist eben die Phasen, du sagst es. Ne? Wenn man eine relativ hohe Frequenz dieser Phasen hat, ja, dann hat man eben 76 Gitarren, weil das, ne? Es ist halt so. Es war so eine Phase. Ja, das erklär mal jemand, der davon nichts versteht, von Gitarren. Ich frage, wie viele Gitarren hast du? Können wir genauso fragen, wie viele Phasen hast du? Genau. Ja. Da tun sich ganz neue Sachen auf. Ja. Boah, hey, das war also deep. Phase hin oder her. Das ist auf jeden Fall die Gitarre, die ich mitnehmen würde, wenn ich bei einem Job nur eine mitnehmen darf. Genau. Ich würde die beiden mitnehmen, was ich auch getan habe. Ja. Ja. Je nachdem, was es ist. Ja. Ja, wenn es ein Ticken jazziger wird, dann nehme ich vielleicht eine von denen mit und noch eine Halbakustik. Ja, oder wenn es rockiger wird, dann. Ja. Die Frage war, wenn nur eine Gitarre. Stimmt, also, ja. Das heißt also, nur eine Gitarre, dann finde ich, ist die für mich jetzt die. Ja, absolut. Das, die entspricht mehr meinem Spiel und die andere, die habe ich zum Beispiel sehr viel öfters im Studio, aber selten live dabei. Ja. Genau. Aber mal schauen, was ihr denn dann so dazu zu sagen habt und welche Gitarre ihr benutzt, wenn ihr nur eine mitnehmen könnt. Ganz genau. Bin mir total gespannt. Ganz wichtig noch. Programm Ganz wichtig noch, wenn ihr das selber mal ausprobieren wollt, ja, über YouTube ist ja immer so eine Geschichte. Ja. Man kann das hören. Deswegen veranstalten wir dieses Jahr die Supergain Sound Days und wir haben einen unfassbaren Gast. Ja, der Huvi Hochleitner, das ist der Erfinder der D-Flex. Und der hat sich ja ganz intensiv mit Sounds beschäftigt. Und der steht zur Verfügung, um ganz individuell auch Sounds umzusetzen, zu erklären, wie funktioniert das, wie funktionieren auch Pedale, wie setzt man sie ein in der Signalkette. Das ist eine einmalige Gelegenheit. Ich freue mich richtig darauf, den Huvi mal in Aktion zu sehen, weil der macht es mit Haut und Haaren. Der ist so in dem Thema drin und hat gerade eben beim Thomas Blug jetzt einen ähnlichen Workshop gegeben. Und ich glaube, dass wir da uns auf was gefasst machen können. Ich bin total gespannt auf den Kompressor. Es wird so eine gute Stunde um Kompressoren gehen und ich bin super gespannt, was er anstellt, weil da gibt es, glaube ich, noch ein bisschen was zu holen. Ja. Mal schauen. Am ersten Tag geht es um verflixt, ich höre mich nicht. Was mache ich am besten, dass ich mich auf der Bühne höre? Dann gibt es einen Lautsprecher-Workshop, wo man verschiedene Lautsprecher hören kann, wo es auch darum geht, was mit dem Lautsprecher los. Und dann geht es noch um die ganze Signalkette. Also ist viel drin in 2 Tagen. Ja. Schaut vorbei. Ja, anmelden auf supergain.de. Genau. So, jetzt haben wir alles gesagt, was es zu sagen gibt. Und dann viel Spaß beim Ausprobieren der diversen Gitarren für die diversen Stilistiken für einen Job. Ja, habt ihr viel zu tun. Und bis nächste Woche Freitag. Genau, lasst euch gut gehen. Bis dann. Servus.
Mm-hmm.